Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Landhaus Ettenbühl. Endlich wieder bei traumhaftem Sonnenschein und richtiger, wunderbarer Ferienstimmung. Deshalb herzlich willkommen zu unserem ersten Sommerpausen-Video. Ich nehme euch heute an die Hand und wir gehen mal zusammen durch die Gärten. So wie ich das hier auch mit Besuchern mache, mit Gruppen mache. Genau den Weg, den wir da auch einschlagen. Erkläre euch ein paar Sachen. Ihr seht, wie wunderschön alles momentan aussieht und wie die Rosen jetzt wieder so richtig aufgehen, nachdem die Sonne zurück ist und dem vielen Regen, der hat natürlich auch sein Gutes getan. Und wir haben natürlich auch noch unser Happy Summer Gutschein, der ist etwas fortwährend, kann man sagen, der gilt weiterhin. Und da könnt ihr bei uns im Online-Shop auch immer gucken unter den Rosen Specials, was da für Rosensorten momentan toll im Angebot sind. Wunderschön, zum Beispiel diese duftende Mogul Mystery, aber auch andere Sorten, die ausverkauft sind, sind dann eben raus und andere Sorten kommen hinzu. Also immer mal wieder reinschauen unter Happy Summer Gutschein eben eingeben, dann unten, dann bekommt ihr auch entsprechend den Rabatt. Und ja, genau, jetzt marschieren wir einfach los. Der Seppel, der Willi, die Daisy, weit und breit noch keiner zu sehen. Mal schauen, ob ich Glück habe und sie unterwegs noch irgendwo aufgabel. Aber eben, jetzt geht es erstmal um den Garten, damit ihr einfach seht, wie schön es da momentan ist. Kommt mit! Wir sind ja schon ganz rammdösig geworden in letzter Zeit. Es war furchtbar. Aber der viele Niederschlag war natürlich auch toll. Aber jetzt sind wir wieder so richtig in Sonnen-, Ferien- und Urlaubsstimmung und freuen uns natürlich auch über viele, viele Besucher. Und deswegen möchte ich euch heute gerne mal mitnehmen auf eine Gartentour, so wie ihr das hier bei uns in den Gärten erlebt. Ihr kommt an vorne am Parkplatz, kommt dann durch den Laden hindurch und durch den Eingangsbereich Granny's Walk entlang und landet dann hier hinten neben dem Tegel Garten an unserem Drehkreuz, an unserem Garteneingang. Und eben hier geht es dann schon los. Und dann nehme ich euch heute mal mit, eben wie gesagt, auf eine kleine Gartentour, damit die, die uns nicht besuchen können, sich das auch schön vorstellen können. Und die, die uns demnächst besuchen, haben schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Ja, viele von euch kennen ja unsere Yellow Brick Road. Das ist natürlich ein wunderschönes Entree, wenn man hier die Gärten zum ersten Mal besucht. Wir haben hier natürlich viel auch einfach mit Duft gearbeitet, mit der Lady's Garden, wunderschöne Rose, die uns hier mit Duft begrüßt. Da oben sind herrlich jetzt die Sommerflieder in der Blüte, auch sehr, sehr, sehr beliebt bei den Schmetterlingen. Und hier eben rechts und links eine Blütenpracht, beziehungsweise eher hier jetzt links gesehen, mit vielen Sommerblüten, Stauden. Die nächsten Rosen sind jetzt schon wieder auch in Blüte im zweiten Flor. Und es gibt natürlich unglaublich viel zu sehen. Letzte Woche habt ihr gesehen, wie wir die Leiland-Zypressen hier frisch geschnitten hatten. Und es ist natürlich ein toller Auftakt für den Gartenbesuch, wenn man hier dieses wunderschöne Border entlang geht. Auf dieser Seite vom Beet, da kann man eigentlich sagen, das ist der neue Garten. Das ist alles, was so nach 2000 entstanden ist. Und auf der anderen Seite hier drüben, das ist eben der ganze alte Gartenbereich, der so durch die 80er und 90er Jahre bis zur Jahrtausendwende im Prinzip entstanden ist. Am Anfang eures Gartenbesuchs, wenn ihr den Garteneintritt zahlt, dann bekommt ihr einen Gartenplan, den blenden wir euch mal eben kurz ein. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, auf freie Faust zu laufen, wie ihr wollt. Auch hier könnte man jetzt direkt runter in den neuen Garten gehen oder hier auch die Treppe hoch in den alten Garten. Aber ich empfehle mal erstmal die Yellow Brick Road ganz bis zum Schluss durchzulaufen, weil es einfach auch mit diesen wunderschönen Farbverläufen hier im Beet so schön ist und man eben so auf diese Art und Weise wirklich auch alles vom Garten dann mitkriegt, wenn man den ganzen Weg einmal bis oben gelaufen ist. Ja, und hier sind eben unsere Herbstanemonen drin, das Ettenbühler Glöckchen mit den Hagebutten kennt ihr schon.
Die wunderschönen Mrs. Billy Crick Bögen, die ihr da drüben seht, jetzt auch wieder in der zweiten Blüte. Also alleine hier schon in diesem Border ist so viel zu sehen für den Auftakt des Gartenbesuchs. Und überall schaust du immer so durch die Bögen und zwischen den Leilandzypressen durch und hast schon so eine Erwartung, oh, da sehe ich nachher noch viel, viel mehr. Und da gibt es noch den Wassergarten zu sehen, den Gemüsegarten, da gucken wir natürlich auch gleich noch mal rein. Aber eben erstmal gehen wir hier die Yellow Brick Road bis ganz zum Ende. Früher war das der Wirtschaftsweg hier auf dem alten Bauernhof. Da ist einfach der Traktor raus aufs Feld gefahren und das Vieh wurde hier auf die Weide herausgetrieben. Und heute ist es eben, wie gesagt, unser Hauptzugang zu den Gärten. Ja, und hier am Eingang des alten Gartens, da kann man gleich wieder abzweigen, quasi nach links in den Pfingstrosengarten, in den Peoniengarten. Oder hier auch kann man gleich in den Woodland Walk abbiegen, wenn man möchte, und sich da die großen Fahne und die Funkien anschauen und da ein bisschen bei den Trollen gucken, was da so los ist. Oder eben auch dann die nächste Abzweigung gleich in den Märchengarten, in die Märchenwiese. Aber am besten ist es einfach erstmal vielleicht für die erste Runde so auf dem großen Pfad hier zu bleiben, um sich auch so ein bisschen den Überblick zu verschaffen, wie es hier so angelegt ist. Der Garten ist ja in Gartenzimmer quasi unterteilt. Das heißt, man hat immer wieder hinter jeder Hecke, hinter jedem Durchgang, da tut sich wieder ein neues Thema oder ein neuer Gartenbereich auf. Und es ist im Prinzip der ganze Garten hier im alten Gartenbereich um dieses Parkland herum angelegt. Hier die Wiese mit der Zelkova in der Mitte. Eins dieser besonders schönen Gartenzimmer, das schauen wir uns jetzt zuerst an. Da führt der Weg im Prinzip auch gleich immer hier als erstes hinein in unseren Teichgarten. Da kann man den Koi-Karpfen Hallo sagen und einfach sehr, sehr schön verweilen. Ich habe euch ja viel berichtet in den letzten Wochen schon eben auch über den Teichgarten. Besonders schön waren da ja die Hortensien, die Annabels, im Moment natürlich immer noch wirklich toll, die Funkien mit ihren großen Blättern und auch die Rosen kommen hier nach und nach jetzt wieder schön in Blüte. Das können wir eigentlich gerade mal sehen, wie gerade vor allem die Sonnenseite, die sonnenverwöhnte Seite wieder schön am Blühen ist. Und es ist natürlich ein ganz, ganz beliebter Platz hier im Garten. Wasser ist immer anziehend, ganz klar. Man kann hier wunderbar den Fischen zuschauen, die natürlich auch einen gewissen Unterhaltungswert haben. Kinder lieben natürlich diesen Bereich, wobei einfach dann bitte aufpassen, wenn sie Kinder dabei haben, dass da keiner reinplumpst. Und eben ist natürlich eine wunderschöne Stimmung. Und hier einfach zu sitzen und so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen, macht natürlich ganz, ganz viel Freude. Die Koi-Karpfen sind teilweise über 20 Jahre alt, sind ganz schöne Brummer, ne? Und sind auch wirklich sehr freundliche und nette zugewandte Tiere. Man glaubt das immer gar nicht bei Kois oder bei so einem kalten Fisch, denkt man immer. Aber nee, die haben ganz unterschiedliche Charaktere und sind von daher quasi auch hier bei uns Familienmitglieder. Da schwimmt die dicke Susi und der Onkel Hans und wie sie alle heißen. Okay, tschüss ihr. So, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter noch hier in einen ganz anderen Bereich des Gartens. Ich mache übrigens mit euch jetzt die Tour, wie ich sie auch mit Gruppen mache. Wenn die eine Gartentour mit mir gebucht haben, dann nehme ich die auf genau diesem Weg hier auch mit. Und genau das machen wir heute eben auch zusammen. Ja, und hier kommen wir nämlich jetzt in einen Bereich, der ganz anders ist als der Teichgarten, nämlich viel romantisch wilder, naturbelassener. Der Teichgarten auch romantisch, aber eben mit geraden Linien, sehr formell, sehr architektonisch. Und hier haben wir jetzt eher hier so eine Waldlandschaft mit diesen kleinen schönen Waldwegchen, die hier auch an der Hecke entlang gehen, die man wunderschön erkunden kann. Ist natürlich auch was Tolles für Kinder, die lieben das hier überall so ein bisschen auf den
etwas abgelegeneren Pfaden unterwegs zu sein. Dann sieht man da die Eichhörnchen und hier und da hat sich ein Igel versteckt. Und es sind natürlich tolle Habitate für alle möglichen Vögel und Nützlinge, aber auch vielen anderen tollen Gehölzen hier, die wir sehen. Und hier wird es natürlich ganz besonders spannend, wenn die Herbstfärbung dann reinkommt in den Garten und der ganze Garten wieder im Feuer steht. Das zeige ich euch natürlich dann auch wieder, wenn es soweit ist. Aber eben hier ist so ein bisschen naturbelassener Bereich, was auch wirklich so gewünscht ist. Überall hier in den Randbereichen, wie gesagt, diese kleinen Waldwegchen. Und jetzt gehen wir dann aber schon mal hier wieder Richtung Bed and Breakfast rüber, über die große Wiese und passieren hier noch die Kirschbaumwiese. Und eins der ganz großen Themen hier natürlich generell im Garten, und das erzähle ich auch auf jeder Gartenführung, die ich mache, ist natürlich die Umgestaltung und die Anpassung hier der Gärten. Und wir müssen natürlich überall schauen, dass es pflegbar bleibt mit unserem Team, das ja auch nicht so riesig ist, dafür aber sehr, sehr gut und effektiv. Und dass es eben auch unter Klimawandelbedingungen einfach Sinn ergibt, dass die Pflanzen genauso hitzeresistent sind, wie aber auch mit diesen wirklich Monsunartigen Regenfällen klarkommen und. Also vieles, was da zu beachten ist. Und ja, es ist natürlich jetzt immer noch wunderschön hier im Lavendelgarten, wenn man guckt, die Farbe. Und der Rittersporn ist tatsächlich auch ein zweites Mal jetzt wieder am Kommen. Dank des vielen Regens natürlich, ohne dass wir den nochmal gießen mussten. Also sehr, sehr außergewöhnlich in diesem Jahr. Aber eben toll, ihr seht hier die Horste. Und mit ein bisschen Glück haben wir da jetzt demnächst auch nochmal dann das schöne Blaue wieder hier mitten im Lavendelgarten, wie wir es aus dem Frühjahr schon kannten. Die Rambler natürlich, Brood Bell hier sehr, sehr schön vor sich hin wachsend. Und teilweise seht ihr auch, sind wir schon ganz gut hoch jetzt gekommen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr da vielleicht schon an den Girlanden gelandet sind. Aber das werden wir natürlich dann zusammen auch wieder schauen. Genau, und dann geht es hier weiter durch den Laubengang in den alten oder durch den alten Rosengarten. Den zeige ich natürlich unseren Gruppen und Besuchern dann auch immer sehr, sehr gerne. Wobei jetzt um die Jahreszeit natürlich nicht so wahnsinnig viel da drin los ist. Das ist das Highlight auf jeden Fall im Mai und Juni, wenn der voll in Blüte steht. Deswegen gehen wir da jetzt auch im Moment mal eher ein bisschen zügiger durch und gehen dann direkt hier auch wieder in den Hochzeitsgarten, den ihr ja auch schon aus verschiedenen Videos kennt. Da gibt es ja auch das Video noch dazu, als wir diesen Hochzeitsgarten angelegt haben und neu bepflanzt haben. Das klinken wir euch gerne oben auch noch mal ein, weil das ist nämlich ganz interessant. Weiße Gärten bzw. so pastellfarbene Gärten ist ja immer was sehr, sehr Schönes. Und da warten wir natürlich jetzt auch, dass es noch mal richtig losgeht im zweiten Flur, wenn die Sonne jetzt so richtig reinkommt. Und nach dem vielen Regen wird es natürlich noch mal sehr, sehr schön werden. Und hübsch hier natürlich auch. Guckt mal, ich stehe hier unter den Trauben. Der wilde Wein oder Vitis vinifera purpurea mit den Früchten. Jetzt auch schon sehr schön. Und dann geht's rüber zum Pfingstrosenweg, zu den Eibensäulen. Die habt ihr letzte Woche ja gesehen, wie sie mit der Hebebühne geschnitten wurden. Und hier sieht man natürlich jetzt auch sehr schön das Border. Hier drüben mit den Spindelsträuchern, Aeonymus mit den zweifarbigen Sträuchern vor der Eibenhecke. Das ist natürlich auch sehr pflegeleichtes Beet jetzt mittlerweile, aber hat doch ganz schön Aussagekraft. Ja, und dann geht's hier durch die Eibenhecken hindurch Richtung Pfingstrosenweg, in dem ja die Pfingstrosen natürlich jetzt im Moment keine Rolle mehr spielen. Aber wir hatten vor einiger Zeit ja die Sommerflieder da auch gepflanzt und die möchte ich euch jetzt auch gerade noch mal zeigen. Die sollten jetzt eigentlich schon sehr schön sein. Und hier eben mit ihren lilanen Blüten die Schmetterlinge anlocken. Die sind natürlich jetzt noch sehr jung. Die werden in den nächsten Jahren noch an Statur und an Volumen gewinnen. Und dann natürlich hier auch den Hochsommer sehr, sehr schön abwechslungsreich in diesem Pfingstrosenweg gestalten. Und wie ihr wisst, geht es hier schon weiter in den gelben, runden Garten mit der Linde in der Mitte.
Und im gelben Garten, da weise ich immer sehr, sehr gern drauf hin und gebe das einfach auch als Tipp mit, wie wichtig, und ihr kennt das aus den Videos, wie wichtig Laub im Garten ist. Dieser gelbe Garten transportiert sich ja quasi wirklich einfach über die Laubfarben, da braucht es gar nicht viel Blüte und ist natürlich auch ein sehr schöner Bereich hier im Garten, einfach um die Ruhe zu genießen, so ganz zu sich zu kommen und einfach bei sich zu sein. Ist also wirklich sehr schön. Die Linde mit dem weißen Baumstamm, um einfach hier noch ein bisschen mehr Licht in den Garten zu bringen. Und dann geht es auf der anderen Seite wieder raus. Ich sage dann immer, Achtung, Stufe, stolpert nicht, ihr Lieben, wenn die hinter mir herlaufen. Und dann geht es hier so eine kleine Treppe runter. Wieder in so ein Art Waldwegchen. Da befinden wir uns dann oberhalb der Yellow Brick Road. Oh, wie schön, das ist auch so eine hübsche Pflanze. Jetzt für den Herbst hier die Leitzisteria. Ganz hübsch. Ja, und hier vorne neigt sich schon der Flieder, der Sommerflieder uns entgegen, die Buddleien, auch sehr schön. Genau, und von hier oben hat man eigentlich einen schönen Blick, wenn wir mal da runter gucken, auf die Yellow Brick Road. Es ist natürlich auch immer hübsch, von oben runter zu schauen. Und auch hier haben wir wieder so ein bisschen so eine Waldwegsituation. Ganz angenehm und kühl jetzt auch bei der Hitze und laufen dann hier einfach noch mal weiter. Sehen auf der rechten Seite, können wir einen Blick in den Märchengarten, in die Märchenwiese werfen mit den blauen, silberblauen Borders und den eben auch entsprechend bläulichen, mohfarbenen Rosen, die ja hier gestaltet sind, und eben auch noch mal ein schönes Waldwegchen hier. Und dann geht es aber schon wieder die Treppe runter. Die Treppe kennt ihr auch. Da sitze ich sonst immer ganz gerne mit dem Seppel, der mich heute übrigens schändlich im Stich lässt, offenbar. Keine Ahnung, wo der sich wieder rumtreibt. Samt Willi ist er wahrscheinlich am Streunen. Und dann gehen wir hier über die Yellow Brick Road einfach noch mal rüber durch den Mrs. Billy Creek Bogen hindurch. Und dann sind wir tatsächlich im neueren Teil des Gartens, der, wie gesagt, im Prinzip nach der Jahrtausendwende von John Scarman überwiegend angelegt wurde. Und wenn wir dann hier durch sind, hat man einen wunderschönen Blick hier rüber auf den Kräutergarten und den Gemüsegarten. Und durch den möchte ich jetzt auch nochmal mit euch durchgehen. Das ist natürlich immer im Hochsommer ein wunderschöner Platz im Gemüsegarten. Und da schauen wir jetzt auch nochmal rein, während wir kurz am Kräutergarten vorbeigehen. Die schwebende Hecke, hier kennt ihr ja auch aus vorigen Videos schon. Cercitophyllum ist das, Kuchenbaum, der, wenn es jetzt noch ein bisschen heißer nachher wird, wunderbar nach Apfelkuchen riecht und dann einem wirklich Hunger darauf macht. Ja, und dann geht es hier in den Gemüsegarten rein. Hier blüht die Cecil Brünner, blüht jetzt schon zum zweiten Mal, sehr, sehr hübsch. Ja, und an den Spalieren seht ihr natürlich hier rechts und links das Obst. Da sind die Birnen und die Äpfel jetzt am reif werden. Hier hat es rechts die Himbeeren. Die Wegeinfassungen natürlich jetzt besonders schön, auch mit dem lila blättrigen Salbei, der hier sehr schön die Wege begrenzt. Und dann hat es hier ein paar Sonnenblumen im Moment. Das sind die Äpfel schon langsam hier am Rot werden, in den Stepover spalieren. Ja, und dann geht es hier wieder durch den Bogen raus. Klematis ist noch am Blühen. Ja, und dann sind wir hier schon wieder im Wassergarten. Und da sieht man jetzt wirklich wunderbar, wie die Post abgeht. Also hier geht wirklich jetzt stündlich wieder mehr mit dem Sonnenlicht natürlich und nach dem vielen Regen Blüten auf. Und da sieht man auch die harte Arbeit, die unsere Männer gemacht haben. Alles immer wieder ratzfatz, ganz schnell zurückgeschnitten, das Verblühte. Sehr, sehr gut gedüngt. Es liegt natürlich hier auch weiterhin überall noch die Gartenfaser in den Beeten, ganz wichtig, die halt einfach die Böden jetzt auch schön weiter trocken, feucht hält. Dass das ganze gute Regenwasser, das da drin sitzt, auch gut gespeichert wird, auch wenn es jetzt wieder sehr, sehr heiß werden sollte. Ja, und ich spreche immer ganz gerne von Pracht, also so richtig wahnsinnsfüllig ist es jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, da kann man sich jetzt echt drauf verlassen, dass da wieder stündlich mehr aufgeht. Ihr seht, die Knospen überall richtig sind am Warten darauf, dass die Sonne sie jetzt endlich wieder aufspringen lässt. Und es ist natürlich wirklich wunderschön.
und es duftet überall. Also man kriegt es so richtig wieder. Schaut mal hier, die Clematis, die Blue Angel, die nochmal so voll am Kommen ist, wie so eine kleine Wasserfallkaskade hier in die Rosen hineingeht. Also es gibt noch viel zu sehen und jetzt, wie gesagt, haben wir diese dunkle Durststrecke hinter uns und ihr merkt, ich bin ganz euphorisch und happy, aber es ist natürlich toll. Schaut hier, wunderbar. Man hat ja in diesen dunklen Zeiten dann immer so ein bisschen das Gefühl, da passiert so gar nichts mehr. Ich fall gleich noch ins Wasser. Ja, das wäre doch jetzt auch noch eine Einlage gewesen, wenn ich hier mal kurz schwimmen gehe vor euch, oder? Schön natürlich jetzt hier auch wiederum, wie im Teichgarten oben auch, mit dem Wasser. Kinder lieben das natürlich immer hier, die Frösche zu beobachten und was es hier zu sehen gibt. Die Seerosen natürlich wunderschön. Das ist ein toller Platz auch eben zum Picknicken und sich einfach wohlfühlen. Also von daher jetzt kann man das nochmal so richtig, richtig genießen. Und jetzt gehen wir nochmal rüber in den runden Rosengarten von John. Da blüht es auch schon wieder famos. Werden wir hier gleich wieder von Souvenir der Ettenbühl begrüßt. Es duftet auch schön. Drüben Mozarts Lady zeige ich euch auch nochmal hier. Gibt es jetzt übrigens auch schon wieder wurzelnackt vorzubestellen. Wurzelnackt bedeutet ja immer, das sind die jungen Rosen, die jetzt dann im Herbst von den Feldern gerodet, geerntet werden. Also ohne Topf kommen, ohne Erde drumherum. Und viele davon sind jetzt bei uns im Onlineshop auch schon freigeschaltet, die man schon vorreservieren kann. Aber die kommen dann erst im Oktober. Also nicht jetzt denken, wenn ihr die jetzt bestellt, die Wurzelnackten, dass die dann ratzfatz da sind. Die stehen jetzt noch auf den Feldern, wachsen dort noch vor sich hin und werden dann eben erst im Oktober quasi aus den Feldern rausgeholt und dann sind sie verfügbar. Also alles, was wurzelnackt ist und mit der Variante BN, das kommt jetzt dann erst im Oktober. Und alles, was noch in Töpfen ist, wie hier zum Beispiel diese wunderschöne Liliane Juchli, die haben wir jetzt auch im Moment noch im Topf. Das sind dann diese Varianten J22, J23. Sieht man auch immer bei der Auswahl mit dem Topf. Die kann man natürlich jetzt auch noch im Topf bestellen. Und wie gesagt, guckt gerne nochmal in unseren Happy Summer Gutschein. Also im Webshop findet ihr das unter Rosen Specials. Da sind die immer alle drin, die wir eben mit Spezialpreisen jetzt im Hochsommer Special anbieten. Da könnt ihr immer mal schauen. Wie gesagt, ich hatte es eingangs schon gesagt, das variiert. Mal sind welche dann ausverkauft, die nehmen wir raus. Aber dafür gibt es dann vielleicht wieder andere Sorten. Und das lohnt sich immer, da mal reinzuschauen. Also der Happy Summer Gutschein, der ist fortwährend jetzt noch bis eben Ende Sommer gültig. Ja, und dann ist man eigentlich fast schon so ein bisschen am Ende der Tour angekommen. Hier im Rosengarten erkläre ich natürlich häufig dann noch was zum Rosenschnitt, zur Rosenpflege, wenn wir hier vor Ort sind, eben mit der Gruppe. Ihr könnt das natürlich alles in unseren diversen Videos euch anschauen. Wir klicken euch da auch nochmal eine Playlist mit rein über die Rosenpflege. Vor allem jetzt auch nochmal, wie gesagt, über das Spritzen und Düngen, was ganz, ganz wichtig jetzt ist. Und dann ende ich immer ganz gerne hier mit meinen Gruppen in der Mammutbaumallee, weil das ist einfach vor allem jetzt im Hochsommer immer ein schöner, luftiger und schattiger Platz. Das ist natürlich wichtig. Man hat nochmal einen wunderschönen Blick hier auch auf den Feuerstreifen hier runter und auf den Präriegarten. Das ist nochmal auch ein schöner Blick zum Abschluss. Und dann können wir hier eben immer noch mal so ein bisschen über diese tollen Bäume sprechen und die Kraft, die von denen ausgeht. Und auch hier wird dann immer wieder gefragt, wie alt die denn sind. Und auch diese Bäume, die sind ja erst knapp 40 oder ein bisschen über 40 Jahre alt, so alt wie der Garten ist. Die wurden also auch damals gepflanzt. Wie gesagt, es war ja ein Bauernhof, weit und breit kein Baum, kein Strauch. Und ja, hier ist natürlich immer ein schöner Platz dann für unseren Abschluss. Ja, und dann haben unsere Besucher und unsere Gäste die Möglichkeit, entweder hier gleich zum Gartenausgang, der hier oberhalb liegt, rauszugehen und im Teegarten was zu trinken, was zu essen. Und natürlich jederzeit auch an diesem Tag wieder in den Garten zurückzugehen. Das Ticket, das man bei uns löst, auch wenn es gleich am frühen Morgen ist, wann auch immer, ist den ganzen Tag gültig. Man kann also immer wieder raus und rein, zurück in die Gärten und kann den ganzen Tag hier verweilen. Die Gärten sind immer offen bis Einbruch der Dunkelheit. Also man kann das wirklich auch noch am kühlen Abend oder am kühleren Abend sehr schön genießen mit einer der schönsten Zeiten des Tages. Letzter Einlass in den Garten ist dann 18:30 Uhr. Aber wie gesagt, man kann das dann noch, bis es dunkel wird, hier genießen.
genießen. Genau. Und wer möchte, kann natürlich bei uns in der Gärtnerei noch ein bisschen schauen, was es da Schönes gibt in unserer Ecke, die ich eingangs vorgestellt hatte mit den Specials. Da gibt es immer eben auch unser Summer Special noch zu mitnehmen, auch hier direkt vor Ort, nicht nur im Online-Shop. Und im Laden kann man noch ein bisschen stöbern und sich einfach hier wohlfühlen und ein bisschen eben vom Alltag entspannen und einfach diese schönen Gärten genießen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen Sonntag. Ich bin etwas beleidigt, muss ich sagen. Ich bin selten so im Stich gelassen worden wie heute an diesem Sonntag. Aber ich hoffe, nächstes Mal sind Sie wieder dabei, bin ganz sicher. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, einen schönen Sonntag. Genießt eure Gärten, eure Balkone und eure Terrassen. Und bis dann. Tschüss.